ultra aufgeräumte Koffer. Sie als Navio-Fan fliegen Navio also hinterher nach Mailand zum Auftritt. Reisepass brauchen wir nicht, ne? Aber ich habe meinen Reisepass vergessen. Also Sie gelten als zwei der fanatischsten Navio-Fans, reisen Navio jetzt quasi hinterher nach Mailand. Unbedingt. Ja? Wie ist das Gefühl dabei so? Großartig. Flugangst? Super. Die Vorfreude überwiegt. Überwiegt. Sehr schön. Überfliegt. Kaum ist man hier in Berlin, möchte nach Mailand zur Expo fliegen. Wen trifft man? Alte Bekannte in Form von Tifosi, so nennt man das eben in Italien. Ich fühle mich sehr geehrt, euch hier zu treffen. Was hat euch quasi geritten, trotz Flugangst jetzt in den Flieger zu steigen und nach Mailand mitzukommen? Naja, Expo ist in Mailand. Selbstverständlich, ja. Der Navio-Dirk auf der Expo. Wollen wir mal schauen? Oh, zeig mal hier das neue Albumcover. Ja, genau. Und natürlich von hier. Aber es passt ja auch dazu. Wir sind hier quasi jetzt von Mailand betrachtet nördlich, wenn wir so wollen. Südlich geht's hin. Und dann geht's hier wieder zurück. Hier ist schlecht, warum? Flugangst. Flugangst. Muss ich sagen, hier. Hör mal, es sind nicht nur Kosten, es sind nicht nur Mühen, es sind nicht nur. Es ist vor allem auch, man nimmt den ganzen Mut zusammen und fliegt nach Mailand. Knapp 60 ist doch nicht geil. Soll ich dir was sagen? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir sitzen im selben Boot. Wir kennen Mailand noch nicht. Wir müssen gerade drauf geht's nach Milano. Gut. So, wir freuen uns und sehen uns spätestens vor Ort dann. Auf der Expo. Guten Flug. Ja, euch auch. Bis gleich. Ja. Also wir werden 4-4-2 spielen, über die Flügel kommen, immer Druck machen, Pressing und Gegenpressing. Eigentlich heißt es Expo, weil einst hier der Fluss Po war und der jetzt nicht mehr da ist. Quasi ein Expo. Können wir mal hier die freundliche Reisetruppe fragen? Stefan? Expo, da wurde doch die sehr intelligente Frage gestellt bei der Bandprobe. Ist das eigentlich eine Abkürzung für irgendwas? Ja? Also hier ist es, in Mailand sind wir gerade angekommen, zum ersten Mal, wo man auch als Deutscher, man belächelt das ja immer, Uno Expresso bitte, aber im Rahmen der Expo kann man ja zum ersten Mal das guten Gewissens sagen. Un Expresso, per favore. Un Expo, Expresso. Quattro Expresso. Expresso. So, nach 12 Sekunden, Stunden sitzen wir jetzt im Taxi. Und jetzt wird was Ordentliches gespannt. Es riecht nach Italien. Es schmeckt nach Italien. Es hört sich nach Italien an. Ich glaube, wir sind in Italien. Also hier war ich zum letzten Mal, erinnere ich mich, als mit einem fantastischen Songwriter Antonio Galbiati mich getroffen habe hier in Mailand und dann sind wir essen gegangen, nachdem wir die Single damals, ein paar Jährchen, das ist schon her, Julia zusammengeschrieben hatten.
da schließt sich der Kreis. Was macht der Italiener kurz vorm Abendessen, eigentlich den ganzen Tag lang? Aperitivo.